Hallo liebe Hungrige, ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass euch diese Woche ein kulinarisches Highlight erwartet. Denn es ist Pizzawoche. Das heißt, von heute beginnend gibt es bis zum Donnerstag täglich eine leckere Pizza, doch damit nicht genug. Diese Pizzawoche wird fortgeführt am Freitag durch den tollen Multikoch Joey, am Samstag durch die fantastische Chrissy von Amerikanisch Kochen und am Sonntag durch die wunderbare Ebru von Barco beendet. Doch heute beginnen wir erstmal mit dem Basic, nämlich wie wird ein original italienischer Pizzateig hergestellt und geformt. Wir brauchen dafür ein wenig Zucker, Salz, etwas Schweineschmalz, ein Ei, Bierhefe, ja richtig, keinen Würfel frische Hefe und auch keine Trockenhefe und ihr bekommt sie im Reformhaus, Bioladen und auch den größeren Lebensmittelhändlern. Außerdem benötigen wir noch viel Mehl, denn wir bereiten gleich 10 Pizzaböden vor, also bestens für jede Party geeignet. Zuerst geben wir das Ei in eine Schüssel und verquirlen es gut. Und dann brauchen wir eine recht große Schüssel, geben die Bierhefe hinein, füllen mit 1 Liter Wasser auf und das sollte lauwarm sein, schütten den Zucker mit hinein und verrühren alles kurz, dafür eignet sich der Schneebesen. Danach geben wir 1/4 des Mehls hinzu, schütten das Salz darüber und verrühren alles wieder gründlich. Jetzt geben wir das 2/4 des Mehls hinein, ebenso Schweineschmalz und 1 Esslöffel voll vom verquirlten Ei. Und nun sind unsere Hände gefragt, zumindest eine, denn wir verkneten alles. Und dabei geben wir etappenweise die noch verbliebene 2/2 des Mehls mit hinein. Immer ein bisschen dazu schütten, eifrig weiterkneten und das ganze Prozedere wird schon so circa 10 Minuten in Anspruch nehmen. Natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie flink ihr eben den Teig verknetet. Und je mehr Mehl ihr hinzugebt und verknetet, umso stärker verändert sich natürlich auch die Konsistenz des Teigs. Und wenn ihr dann auch den letzten Rest des Mehls hinzugefügt habt und den Teig immer weiter durchknetet, kommt ihr an einen Punkt, an dem sich der Teig dann leicht vom Boden und Schüsselrand löst. Und dies war unser Ziel. Wir bemehlen dann eine Arbeitsfläche und geben den Teig darauf. Den Teig nun auf der Arbeitsfläche weiter durchkneten und ich habe da eben meine Technik, ihn von der einen Seite her aufzurollen, kneten, drehen und den Vorgang wiederholen. Dann den Teig zu einer Art Brotleib formen, die Schüssel darüber geben und dann für 15 Minuten ruhen lassen. Nun die Schüssel wieder abnehmen, den Teig für ca. 10 Sekunden wieder durchkneten, die Schüssel wieder darauf und diesen ganzen Vorgang noch 3-mal wiederholen. Und damit ist der Teig soweit vorbereitet, dass wir ihn in 10 Stücke zerteilen können. Und dazu halbiere ich zuerst die Teigkugel, forme zuerst die eine Hälfte und später auch die andere zu einem länglichen Teil und zertrenne ihn in 5 möglichst gleich große Teile. Da ist ein bisschen Augenmaß gefragt, deswegen zeichne ich das mehr oder weniger zuerst mit dem Messer auch nur an und dann wird zerschnitten. Anschließend werden die einzelnen Teigstücke zu Kugeln geformt. Mit der zweiten Teighälfte wird ebenso verfahren, bis wir am Ende eben 10 dieser Teigkugeln haben. Diese geben wir nun auf ein Brett oder ähnliches mit einem Abstand von ca. 2 cm, bedecken sie mit einem Tuch und lassen sie an einem kühlen Ort, nicht wie man es sonst von Hefeteig kennt, für, erschreckt nicht, 5 bis 7 Stunden ruhen bzw. gehen. Allerdings könnt ihr den Teig auch so portioniert oder später auch geformt, falls ihr ihn nicht gleich braucht, ins Gefrierfach geben. Danach sehen sie dann so ungefähr aus, womit wir nun auch schon zum Formen des Teiges kommen. Und dazu geben wir jeweils ein Teigteil auf ein Brett oder eine Arbeitsfläche und formen es mit den Fingerspitzen zu einer Scheibe. Versucht dies ein bisschen gleichmäßig hinzubekommen, aber das sollte kein Problem sein. Und dann stellen wir eine Schüssel, am besten eine aus Stahl, entweder auf eine bemehlte Arbeitsfläche oder, wie ich das hier mache, auf ein Geschirrtuch und legen die Teigscheibe oben drauf. Und jetzt drücken wir den Teig von der Mitte aus mit den Händen nach außen, drehen dann die Schüssel ein Stück und wiederholen den Vorgang. Und dies setzen wir so lange fort, bis die Teigscheibe die gewünschte Größe bzw. Stärke hat. Und das war's dann auch schon. Den fertig geformten Teig geben wir auf eine Arbeitsfläche und können ihn nun je nach Rezept belegen. Und welche Möglichkeiten es da gibt, dazu in den nächsten Tagen mehr. Rezept und Anleitung zum Formen stammen übrigens von Antonino Esposito, einem der bekanntesten Pizzabäcker Italiens. Also wirklich authentisch. Ich hoffe sehr,
dass ihr die Pizzawoche mit Interesse verfolgt. Was es da alles zu entdecken gibt, wisst ihr ja nun. Und falls ihr vorab schon mal auf die Kanäle von Multikoch, Amerikanisch Kochen oder Barco schauen möchtet, habt ihr hier die Gelegenheit. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.